willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars Squadrons mit Mission Nummer 4. Geheimnisse und Spione. Captain Teresa Carroll hat dich der Titan-Staffel des Imperiums zugewiesen. Eine Spionin auf Hosnian Prime hat Informationen über die geheime Initiative der Neuen Republik Projekt Starhawk. Fliege nach Hosnian Prime und exfiltriere die Spionin. Alles klar. Wir spielen das Imperium jetzt, so wie es aussieht. Ich dachte ehrlich gesagt, die Story wäre getrennt. Also es gibt eine Imperiale und eine Rebellenkampagne, aber anscheinend ist alles zusammen. Der imperiale Sternzerstörer Overseer im Talcine-System. Ein alter Feind ist wieder aufgetaucht. Ein Spion hat die Angriffe auf unsere Sternzerstörer mit Projekt Starhawk der Neuen Republik erklärt. Die Gemeinsamkeit ist Lyndon James. Sie kannten ihn besser als jeder andere, Captain Carroll. Wäre das wahr, dann hätte ich ihn zerstört. Aus Lieutenant Carroll ist Captain Carroll geworden. Zweite Chance. Die Rebellen sind untergetaucht. Mit der Titanstaffel spüren sie diesen Starhawk auf und eliminieren ihn. Sicher, Admiral Sloan. Aber mit Verlaub. Es gibt ja jemand Bestimmtes, den ich gern anfordern würde. Gray, bitte melden. Stimmt es, dass wir einen Neuzugang bekommen? Bestätigt so. Captain Carroll bringt wen für die Jagd auf? Den Dreck, der unsere Schiffe stiehlt? Gut, je mehr, desto besser. Ganz ruhig, One-Rack. Du weißt noch, wann du das letzte Mal ausgerastet bist. Als ich eine ganze Rebellenstaffel erledigt habe, um dir den Hals zu retten. That's a bubble violation. Das macht man einfach nicht. Overseer und Titan, beendet die Inspektion. Euer Neuzugang ist eingetroffen. Diese gemischten Staffeln gibt es, glaube ich, im Star Wars-Universum so auch nicht. Also zum Beispiel auch im Spiel Empire at War, so ein Star Wars-Strategiespiel, hattest du auch immer zum Beispiel X-Wing-Jäger-Staffeln mit 5 X-Wing, und wenn du Y-Wing-Bomber-Staffeln hattest, hattest du da immer pro Staffel 3 Y-Wing-Bomber. Willkommen in der Titan-Staffel. Ich bin Varko Gray, Staffelanführer. Sie erwarten dich schon im Besprechungsraum. Mach mal einen guten Eindruck. Ja, würde ich gerne. Willkommen zu Hause, Pilot. Fühlt sich an, als wären wir eine Ewigkeit nicht mehr in Foster Haven gewesen, oder? Ein Idiot verrät seine Staffel und schon müssen loyale Officer wie wir voller Schande versetzt werden. Da war gerade ein Fehler in den Untertiteln, da stand Titan. Ich darf im Merrim-Sektor Treibstofflieferungen vor Schurken und Piraten beschützen. So ein Posten war früher das Ende einer Karriere. Vor Endor. Bevor Lyndon James wieder aufgetaucht ist. Ja, Lyndon James, der Böse, bla bla bla. Ja. Admiral Sloan hat mir befohlen, den... Also, sorry, aber die Dialoge dauern so ewig. Dafür, dass eigentlich echt nicht viel Information dabei rumkommt. Du sollst sie von einem orbitalen Außenposten über Hosnian Prime ab. Ja, abholen. Den Außenposten für unser Exfiltrationsteam an Bord der Gladius zu sichern. Hinter feindlichen Linien gilt es, präzise und schnell vorzugehen. Ja. Du musst zunächst die Perimeterverteidigung ausschalten, um Zugang zu erhalten. Okay, das heißt zuerst irgendwelche, genau, die Raketenplattform ausschalten. Der Außenposten selbst wird mit Turbolaserkanonen von allen Seiten geschützt. Weicht ihnen aus und zerstört auch diese. Wenn das Gebiet gesichert ist, eskortiert ihr die Gladius zum Außenposten, damit unser Exfiltrationsteam Agent Thorn mitnehmen kann. Sobald Thorn in Sicherheit. Gut, also wieder das übliche, zuerst Feindwellen töten und dann wieder ein Extraktionsteam eskortieren. Oh, jetzt muss ich erst mit denen wieder reden. Yeah. Dringender denn je braucht das Imperium zuverlässige Soldaten. Ja, nur Einheit führt zu Fortschritt, bla bla bla, dieses... Sloans Vision eines Imperiums.
Mission ist ein wichtiger Schritt, um die Rebellion zu zerschlagen. Die neue Republik wird untergehen. Das geht mir hier so ein bisschen in diesem Spiel auf den Sack. Man muss, also diese, die Dialoge, es wirkt alles sehr platt. Die Dialoge sind entweder cheesy und vor allen Dingen die imperialen Dialoge sind einfach nur so mit vordergründigem Propagandamüll gefüllt, also irgendwie nichts irgendwie Intelligenteres. Und uns in 100 Fraktionen zerstört. Ja, bla bla bla. Wenn Imperator Palpatine nur den imperialen Senat nicht aufgelöst hätte, dann hätten Senatoren wie meine Eltern nach Endor... Ja, merkst du selbst, dass es mit dem Imperium nicht funktioniert, ne? Imperators nicht in Frage, aber jetzt ja, bla. Wieder einen Senat, während wir intern... Vielleicht können wir später weiterreden. Ja, vielleicht. Wenn es nach mir geht, eher nicht. Vonrek. Bist du der neue Ankömmling? Ja, ich bin der neue Ankömmling. Katharina Vonrek. Titan braucht immer neue Piloten, wenn du gut. Wir fliegen mitten in ihr Gebiet. Hosnian Prime. Ich war dabei, als unser Imperator von den Rebellen ermordet wurde. Die Hälfte meines Trupps starb beim Versuch, ihn zu schützen. Keine Ahnung, wie du das. Dass ich nur ein Ziel brauche. Meinst, aber. Politik überlasse ich den Rebellen. Schieße stets, um zu vernichten. Wenn du dich mit der Staffel anlegst, legst du dich mit mir an. Aber wenn du deine Arbeit erledigst, halte ich dir den Rücken frei. Okay. Bis dann. Ja, ciao. Ciao, ciao, ciao. Geht's jetzt los? Darf ich bitte? Mit Shen muss ich mich noch unterhalten, okay. Der hat einen nicen Helm, da scheint schon mal irgendwas abgefackelt zu sein. Aber das sieht irgendwie... Okay. Ein gebrandmarkter Hardliner. Geh Bonrek, bloß nicht auf die Nerven. Enter Plausch. Ja, hat mich auch gefreut. Verteidiger, ein Klassiker. Manövrierfähig und flexibel. Kann nicht viel Schaden wegstecken, aber jemand mit Daten können, sollte das nicht ausmachen. Sollte ich hinkriegen. Nix, um deinen Sternenjäger anzupassen. Deine Ausrüstung ist allerdings alles andere als Standard. Aber das sind die Missionen der Titan-Staffel ja auch. Wird eine Gleise mit langer Reichweite in einer schnellen Salve ab, unterliegt daraufhin allerdings einer kurzen Verzögerung. Wenn du gut im Zielen bist. Ich probier's jetzt mal. Wirst du Spaß haben. Herr Batur-System braucht auf jeden Fall Erschütterungsrakete, das gut gegen Massen. Suchspringköpfe, Rumpf. Können wir hier was ändern? Standard-Rumpf. Erhöht die Rumpfintegrität, aber das Wenden und das Ändern der Geschwindigkeit. Schnelleres Wenden. Nehmen wir nochmal den verstärkten Rumpf. Wir haben keine Schilde. Dann nehmen wir jetzt mal den verstärkten Rumpf. Triebwerk. Doppelte Mikroschubtriebwerke. Doppelte Antriebsmaschine. Nehmen wir das. Wir haben nämlich weniger Geschwindigkeit aufgrund unseres Rumpfes. Gut, weniger Wendigkeit, aber wir fliegen immerhin an sich recht agilen Sternjäger. Das sollte schon passen. Das haut sich. Das ist auch wieder so eine Sache. Wir sind fast 10 Minuten in der Aufnahme. Gut, wir haben uns vielleicht 2 Minuten die Dinger angepasst, aber es kommt so viel Dialog und Cutscenes, die aber alle irgendwie so ein bisschen unbefriedigend und nichtssagend sind, bevor man so eine Mission startet. Ich meine, die letzte Folge hat so knapp 30 Minuten gedauert, wenn du da immer ein Drittel Dialog hast. Junge, das schaut hübsch aus. So, jetzt mal abgekoppelt. Staffel,
Jawohl, da ist erstmal einer in mich reingeflogen. Wie banal. Sie werden unverzüglich Sternjäger losschicken. Sie erhalten Verstärkung vom Planeten und der Station aus. Rebellen im Anflug. Kein Rückzug. Wo sind sie? Nach einer guten Strategie. Tarjäger? Titan, vernichtet die äußere Verteidigung des Außenpostens. Wo, ah ja, genau, doch, das hier. Das hier habe ich gesucht. Kann ich das hier bitte mal anvisieren? Genau das vor mir eigentlich. Oder ich gehe mal auf das untere hier. Jetzt haben wir es. Raketenplattform. Geben wir mal Energie auf die Triebwerke, damit wir ein bisschen schneller sind. Sie haben mich genau im Visier. Und da oben ist auch schon eine. Die dürfte näher dran sein. Ich baue noch einen Moment. Freunde, bin gleich soweit. Okay, das ist, da war der kurze Cooldown. Also der Cooldown ist schon nervig. So, da werden wir noch, kriegen wir noch Feuer. Sind wir noch ein bisschen außerhalb der Reichweite? Stürze dich nicht Voltan in ihre Kanonen. Dass sie aber auch in alle Richtungen schießen kann, die Raketenplattform. Ich habe eigentlich gerade versucht, mal dieses Drift-Manöver nochmal zu machen, aber irgendwie wollte das jetzt gerade nicht so recht. Noch eine. Was ist das da oben? Ach, um die da oben kümmern wir uns nicht. Gut, dann schauen wir mal den Rumpf wieder her. Oh mein Gott, wir haben die Raketenabwehr durchbrochen. Das bin mal gespannt. Wo sind sie denn jetzt eigentlich, die Jäger? Wir sollten den Schildgenerator ausschalten. Ohne ihn sind die Turbolaser verwundbar. Rebellensternjäger auf dem Weg. Seid vorsichtig. Notfallenergieumwandlung. Schiffe und Schilde, wie beispielsweise der Tai-Jäger, haben eine Notfallenergiewandlung, mit dem sie sofort sämtliche Energie von einem System aufs andere umleiten lässt. Aber das haben wir doch hier. Das ist doch... Ah, okay, das ist ähnlich wie die Schilde. Auf Waffen, Triebwerk zurücksetzen. I see. Ich bin in Position. Dauert es einfach länger, bis wir jetzt halt hier Gas geben. Jawoll. Haben wir erwischt. So, zurücksetzen. Bisschen Abstand auf die Station gewinnen. Tief abtauchen. Energie auf die Triebwerke. Und jetzt mal ein bisschen Gas hier weg.
Also ganz ehrlich, hier diese Rebellentransporter anzugreifen, ist aber schon ein bisschen wild mit den Turbolasern im Rücken. Bin an deiner Seite. Nehmen wir doch hier nochmal so einen Turbolaser mit. Okay, den hätten wir. Ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen. Und den zweiten hätten wir auch. Mal ein bisschen mehr Energie auf die Triebwerke, um wieder ein bisschen Abstand zur Station zu gewinnen. Vielleicht kann der Tiger das Driften auch nicht, weil ich habe es jetzt gerade hier noch ein oder andere Mal probiert. Bin ich eigentlich noch Jäger hinter mir? Was sind das, die Turbolaser von der Seite? Einen hatten wir. Na, der ist noch nicht in Reichweite. Haben wir den auch? Oh, das hört sich aber nach einem X-Wing an. Erklären, was hier da eigentlich die ganze Zeit auf mich schießt. Ich bin in Position. Außenpostenverteidigung ist fast Geschichte. Weiter so. Sicher, erledige. Da haben wir noch was. Nehmen wir zuerst den, der hier näher dran ist, sonst drückt er uns beim Abflug immer wieder einen rein. Ah, da sind auch noch X-Wing in der Luft. Okay. Jetzt müssen wir aber hier noch die Jäger aufhalten. Schon wieder kein Ziel verfügbar. Ja. Ah, wir haben doch noch eine Rakete. Ich dachte mir doch, dass ich vorher noch Raketenplattformen gesehen habe. Zerstöre die Jäger, bevor sie die Gladius erreichen. Machen wir das doch mal. Ein. Oh, die Wendigkeit von dem Ding ist aber jetzt gerade auch hier eins zu Stein, oder? Jawohl. Wieder. Junge, da kam aber gerade nah einer vor uns. Da war. Was ist denn jetzt los? Da habe ich, glaube ich, auch gerade aus Versehen die freie Sicht aktiviert. Und da haben wir noch einen. Sind hier noch Jäger? Da haben wir noch welche. Den hier. Du bist erledigt. Sieh wohl, Rebellenabschau. Den Raketenturm hier machen wir jetzt noch platt. Machen wir doch nicht, weil der ist richtig weit weg. Wir sammeln uns jetzt mit dem Shuttle Gladius. Maximale Energie!
Nee, der kann das nicht. Also, der kann das Squeeze nicht. Da tut sich nämlich gar nichts, wenn ich versuche, die Triebwerke. Wir unterstützen euch, Gladius. Schaffen wir euch zur Landeplattform des Außenpostens. Verstanden, Staffelanführer. Wir sind wieder weg, bevor die Rebellen merken, dass wir da waren. Genau, den Rumpf kurz nochmal reparieren. Sind wir wieder bei 100. Energie haben wir jetzt erstmal ausgeglichen. Können wir uns gleich flexibel reagieren. Jetzt holen sie die schweren Geschütze raus. Alter, sind die flink. Ich sehe aber auch nichts. Kein Ziel verfügbar. Okay, waren nur zwei oder drei. Da kommen noch welche. Da ist doch eigentlich eine Landeplattform. Was macht denn das Shuttle? Ja, das war in Ordnung. Schön, aber selten. Ja, diese Burst-Waffe ist schon irgendwie ganz nett, aber... Und ich mache mal das Gefühl, dass der Standard... Ja, ich weiß, dass ich keine Geschwindigkeit habe. Ja, unser Viech ist gelandet, dann können wir jetzt mal... Imperiale gelandet, sie stürmen den Außenposten. Staffel, wir sind auf dem Weg zu Agent Thorns Position. Bereithalten. Seid bereit für den Rückzug. Warum fliehen, wenn wir die Station auslöschen können? Die Flucht mit Agent Thorn ist Captain Carrolls Strategie. Mit der Zerstörung eines Außenpostens erreichen wir nichts. Wo haben wir sie denn? Genau, auf der anderen Seite der Station. Ah ja, da kommen sie. Ah ja, ja, ja. Wow! Jetzt gucken wir mal, ob wir uns hier mit so einem A-Flügler anlegen können. Also ja, können wir, weil das Spiel das hergibt, aber... Ah, und er erwischt. Kurz umdrehen. Mein A-Flügler erwischt. Mein A-Flügler weg. Unzureichend. Ja, unzureichend am Arsch. Das ist der Operator sagt hier, die Dinger kommen vom Planeten und dann drehst du auf den Planeten runter und dann ist da gar nichts. Sondern die drehen schon auf der anderen Seite der Station rum. Okay, dieses Ding ist so unwendig. Von der Bewaffnung her. Wir sind auch richtig lahm. So dafür, dass ich ungefähr eigentlich überlegt hatte, hier das schnelle Triebwerk zu nehmen, sind wir echt ganz schön langsam.
Okay, da merkt man, also an dem Laser merke ich echt meine Zielschwächen. Rakete abgefangen. Euer Ruf eilt euch voraus. Ich bin froh, mein Leben in solch fähigen Händen zu sehen. Wir werden Sie nicht enttäuschen, Agent Fong. Naja, sehen wir mal. Sehen wir mal, ob wir sie noch enttäuschen werden. Wir sind außer Reichweite. Sichert unsere Flucht. Eskortiert uns zum Sprungpunkt. Verstanden, Agent Fong. Republikanische Korvette. Bewegung Titan. So, gegen die Korvetten hast du mit einem Jäger eigentlich keine Chance. Das muss man jetzt mal ehrlicherweise sagen. Weil die Korvetten sind einfach genau mit zur Jägerabwehr gedacht. Jetzt haben wir die Viecher auch noch. Mal den hier. Okay, wir fliegen mal doch wieder zurück zu Gladius. Abschießen, abschießen, irgendwie. Oh, Junge. Gladius wurde vernichtet. Mission abbrechen. Okay. Neuer Plan. Wir bleiben wirklich beim Shuttle. Und lassen die Korvetten in Ruhe. Man munkelt, dass der das vorher auch schon gesagt hat, dass ich die Sternjäger ausschalten soll. Weil die Korvette auf die Distanz anscheinend nicht allzu viel Schaden anrichtet. Ja, haut sich doch. Da kommt irgendwas von vorne? Ja, da. Der kam jetzt auch gerade out of nowhere, ne? Oh, da ist noch einer. Die Overseer kann sich auch mal hierher bewegen, also nur so, ne? Weil eigentlich machen wir nicht viel gegen die Korvetten. Ja, aber good call hier im Stationsgerüst herumzufliegen. Weil da haben natürlich auch die Turbolaser der Fregatten das Problem, dass die auch nicht einfach alles hier beschießen können. Weil die ja immerhin auch nicht ihre eigene Station platt machen wollen. Mal noch einen. Also langsam wird es aber auch ein bisschen witzig, dass hier dieses Schiff Korvetten und Fregatten und allem hier entkommt. Ja, und ich hier als einzelner
kleiner unschuldiger Thai-Jäger hier hinter dem Viech immer noch hinterherfliege und irgendwie versuche, das Ding hier zu beschützen. Aber weiter fliegen, weiter fliegen, weiter fliegen, weiter fliegen. Boah, also jetzt wird's heavy, ne? Ziel beschützen. Ja, okay, probieren wir es jetzt mal damit. Hier bin ich. Ich bin da, no stress. Fröhlich munteres Hin- und Herwackeln. Komm, viel zu knapp. Wurde ins Visier genommen. Oh, jetzt reicht's aber, ne? Sie sind sicher. Ihr habt meinen Dank verdient, Titanstaffel. Und meinen Respekt. Gladius springt auf Lichtgeschwindigkeit. Tipptopp. Hätten wir auch geschafft. Staffel zurück zum Trägerschiff. Aufladen. Lasst uns dieses elende System verlassen. Wir Rebellenschiffe im Anflug. So, eigentlich hätte er das Trägerschiff jetzt, glaube ich, schon längst zerlegt. Aber... oh, da ist der MC-80. Also, naja. Muss man jetzt mal sagen, das hätten wir eigentlich nicht schaffen dürfen. Also, dass jetzt hier auch der Sprung in den Hyperraum noch gelingt, ne? Wir wissen spätestens seit Star Wars Rogue One, dass... da nähert sich was Großes aus dem Hyperraum. Bedeutet, dass auf einmal wirklich so ein Flaggschiff da in der Ecke steht. Chrom. Aha. Was haben wir? Medailleninfo. Die GR-75 der Neuen Republik zerstört, bevor einer entkommen konnte. Ah, ja, die Frachtschiffe. Wir sind nicht gestorben. Die Gladius ist gestorben. Aber mei. Das war's mit der Mission Nummer 4. Jetzt sehen wir mal, ob es mit dem Imperium weitergeht und wie sich da die Story weiterentwickelt. Ob wir es nochmal schaffen, auf absolut realistische und heldenhafte Weise einer maximalst überlegenen Flotte zu entkommen, weil die alle anscheinend nicht schießen können. Oder wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin.